Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Let's Play Railroad Tycoon 3. Erstmal mit der Nachricht, dass unsere Aktie gesplittet wurde. Wir befinden uns im zweiten Szenario im Jahr 1867, haben jetzt 4,6 Millionen an Industriegewinn und Buchwert der Gesellschaft 31 Millionen, haben also fast beinahe oder bald die ersten wichtigen Stationen erfüllt, haben noch 13 Jahre Zeit. Wir sind ja auf dem Weg nach St. Louis runter, haben ja in der letzten Folge Peoria noch mit angeschlossen und wollen jetzt natürlich erstmal ein paar Züge fahren lassen. So, Saginaw fährt da auch mit hin. Komm, was soll's. Dann Detroit natürlich noch. Fahren wir auch nochmal nach Toledo. Dann brauchen wir auch noch Cleveland. Uff. So. Cleveland. Jetzt müssten wir eigentlich ja von Indianapolis nochmal irgendwie eine schöne Anbindung haben, sonst müssen wir hier hinten den großen Bogen fahren. Das wäre ja auch sehr ungeschmeidig. Bei der Gelegenheit nehmen wir Lafayette mit. So. Falls sich das einer überlegt, hier lang fahren zu wollen, dann ist das auch schön. Wir müssen jetzt hier natürlich erstmal noch eine Wartung reinsetzen. Und das machen wir dann auch gleich in Lafayette. Ich bin am Überlegen, ob man hier nochmal ein Wasserdings dazwischen setzen sollte. Das werden wir pauschal machen. Die kosten ja nicht so viel. So, was wollte ich jetzt tun? Achso, ja, wir wollen hier noch die Züge weiter anschließen. Akron. Kauf. Dann haben wir Peoria nach Indianapolis. Dann Cincinnati. Und Columbus, Peoria, Kauf, genau. Dann basteln wir jetzt noch Lafayette mit dran, an das ganze Streckensystem. Natürlich Hotel, Postamt, Kneipe noch mit hinterher. So, können wir da dann auch nochmal Züge fahren lassen. Lafayette nach Peoria. Und Lafayette Indianapolis. Die Strecke wird sich zwar auch nicht wirklich rentieren, aber okay. So. Dann haben wir ja schon mal ein ganzes Stückchen geschafft. Ne, abbrechen. Wir haben aber ja noch einen ganzen Stapel alter Loks, die wir unbedingt mal ausbauen müssen. Indianapolis. Wieso bist du denn kaputt? Das gibt's doch gar nicht. Oh, ist die Strecke hier auch zu weit. Bis da runter ist ganz schön weit, ne? Steht schon wieder einer kaputt rum. Dabei ist doch hier eigentlich Wartung. So. Lieber ein zu viel als ein zu wenig. So, dann werden wir die Lok mal
ersetzen. Ach, der Zug hat eine Panne, das ist natürlich ganz schlecht. Ersetzen. Tick, tick. Ein bisschen aufpassen auf unser Geld. 1,3 Millionen haben wir. 1,56, 1,7 haben wir auf dem Konto. So. Das brauchen wir gar nicht. Da unten sind dann schon Consultations. Das ist sehr gut. Oh, da reicht's. Das ist doch gut. Dann brauchen wir jetzt nämlich gleich nur noch auf die kaputte Lok warten. Aufwerten. So. Wäre dann auch sehr schön, wenn du dich dann wieder bewegen würdest. Ah, du bist jetzt wieder heile. Das heißt, wir können dich aufwerten. Natürlich auch mit der Console Edition. Aufwerten, fertig. Sehr schön. So, Lafayette. Peoria. Wollen wir weiter nach Springfield. Aber wir müssen uns ja jetzt erstmal noch dringendst um unsere Konkurrenz kümmern. So, unsere gute Konkurrenz. Die Aktienpreise sind natürlich auch verdammt hoch. Der hat auch unheimlich viele im Umlauf. Das ist noch viel schlimmer. Da ist der hier erstmal einfacher zu übernehmen. 109.000. Puh. Also das wird sehr kostspielig. Brauchen wir jetzt schon mehr als 10 Millionen. Okay. Wie sieht das bei dem anderen aus? Brauchen wir auch noch auf jeden Fall ein bisschen Geld. Kommen wir nicht drum rum. Ein bisschen schneller laufen lassen. Oh. 34.000. Da müssen wir mal gucken, dass wir da ja, wenigstens ein bisschen was gekauft kriegen. Steigt zwar der Aktienpreis auch entsprechend, aber... So, dann können wir jetzt die Fusion probieren von dem Verein hier. 2,8, 3, das ist der Höchstpreis, 5,6, 2,8. Ja, probieren wir es mal mit etwas über 4 Millionen. Hat auch gereicht, sehr schön, haben wir das auch noch übernommen. Das ist hier hinten der kleinere Teil. Wir mischen uns hier auch erstmal nicht ein. Lassen das erstmal so laufen, wie es ist. Gucken erstmal, was an Schulden da ist. Die begleichen wir natürlich. Das Einzige, was wir machen, ist natürlich den Bahnhof aufwerten. Das hier dürfte auch unser Bahnhof sein. Jo. Dann können wir auf jeden Fall noch ein paar Gebäude mit reinsetzen. Das Ganze machen wir hier unten natürlich auch. So, haben wir jenes welches. Dann haben wir Januar. Aktie gesplittet. Sehr gut. Wie sieht unsere Bilanz aus? Wir haben jetzt noch 11 Jahre Zeit. Sind bei 7,2 Millionen. Industriegewinn bei 45 Millionen. Buchwert, wir haben noch ein Konkurrenzunternehmen, das wir nach Möglichkeit bald kaufen und haben dann noch St. Louis anzuschließen. So, das werden wir jetzt auch erstmal machen. Bauen hier unten noch vorbei. So,
wir uns halt die Kosten sparen können. Ich bin noch nicht schön angeschlossen. Okay. Noch Hotel, Postamt, Restaurant und die Kneipe. Da haben wir es ja schon gebaut. Sehr gut. Dann können wir Springfield dahin bauen. Kauf. Springfield ist eine große Stadt. Können wir also entsprechend mehr Züge mit durch die Welt schicken. Springfield nach Indianapolis. Kauf. Dann Cincinnati. Kauf. Columbus. Kauf. Akron. Dann fahren wir noch nach Cleveland. Dann Toledo. Detroit. Und Saginaw. Kauf. Okay. Sind die da unterwegs und dann können wir uns aufmachen nach St. Louis. Können wir da die Kaserne mit rein? Jo, da unten werden wir wohl nicht mehr mit reinbekommen. Nee. Dann verlieren wir da oben ein bisschen. Okay. Okay. So, dann hoch nach Springfield. So. Das sieht doch mal kacke aus da unten. So, das sieht besser aus. Zack. Zack. Standardmäßigen Gebäude noch mit rein. So, das heißt, wir können hier auch noch mal ein paar Züge fahren lassen. Springfield. Quatsch, halt, falsch. So. Springfield. St. Louis. Hier natürlich nicht so schön rein jetzt hier, ne? Mal gucken, wie wir das machen. So, das dürfte dann Signal sein, okay. Dann dürfte das gleich passen, wenn wir das für die restlichen Züge machen. Von der Karte her, nein, es passt natürlich nicht. St. Louis. Peoria. Kauf. Dann fahren wir Indianapolis dahin. Kauf. Zack. Cincinnati. Kauf. Dann Columbus nach St. Louis. Kauf. Dann können wir noch Akron. St. Louis. Kauf. Jetzt sind die Entfernungen schon so weit. Theoretisch würden sich da jetzt sogar schon zwei Züge lohnen, aber wir lassen das so bei dem einen. Wir brauchen ja im Grunde nur noch das Geld für die Übernahme der letzten Gesellschaft. Haben wir schon, dann brauchen wir Detroit noch und Saginaw. Kauf. So, sehr schön, das ist alles unterwegs. St. Louis und Cleveland kommen zusammen. Wir haben noch 11 Jährchen Zeit, um das Ganze hier fertig zu kriegen. Können wir mal gucken, ob sich hier noch irgendwelche anderen Städte, die wir schon
im Bahnhofssystem haben, weiterentwickelt haben, größer geworden sind oder ähnliches. Lansing ist am Kommen. Wirtschaft verlangsamt sich, naja. Könnten wir Lansing noch mit anschließen? Jo, machen wir auch noch. Lansing. Springfield. Dass wir dann da auch nochmal eine Runde fahren haben. Detroit und Lansing sind schon angeschlossen. Wir haben schon eine Verbindung. Kauf. Natürlich noch St. Louis hier noch erwischen. Dann haben wir noch Cleveland. Dann haben wir zu klein. Das haben wir ja. Indianapolis. Wenn wir jetzt einen vergessen, ist es natürlich auch nicht so dramatisch. Da kam jetzt so ein bisschen. Ich hätte hier fast was Böses gesagt, aber wir können darauf verzichten. Ersetzen. Kauf. So. Columbus, Lansing. Und Kauf. So, da sind dann da die Züge alle unterwegs. Wir haben genug. Entsprechend geht es jetzt nur noch ums Geld für die letzte Gesellschaft, die wir brauchen. Millionen. Es wird ein teurer Spaß. Es wird ein sehr, sehr teurer Spaß. Die Aktie ist momentan ein bisschen am Fallen. Es gab auch einen Split. Kaufen wir so viel wie wir können. 8,6 Millionen Industriegewinne, 51 Millionen Buchwert und noch ein Geschäft, ein Konkurrenzunternehmen und noch 10 Jährchen Zeit. Okay, haben wir jetzt den Aktienkurs natürlich ein bisschen arg hochgetrieben, aber wir haben jetzt auch 27.000 Aktien im Besitz. Das erleichtert natürlich das gesamte System der Übernahme. Der hat hier weiter gebaut. Der baut hier voll. Bäh. Wenn ich mir das hier schon mal angucke, ja, da. Na. Hier voll durch den Acker gebaut. So, haben wir jetzt gleich 12 Millionen, oder wir haben jetzt knapp 12 Millionen. Kurs aus, ja, bleibt so ungefähr stabil. Können wir das nachkaufen? Da wollen wir nicht hin. So ein kleines Örtchen hier. Ein Hart. Na ja, gut, man könnte jetzt die Strecke natürlich auch erweitern. Ja. Ist aber die Frage, ob sich das wirklich lohnt. So, wir haben die 10 Millionen voll. Es reicht entsprechend. 59 Millionen Buchwert und wir brauchen nur noch das letzte Unternehmen. 14 Millionen. Was probieren? Mit 14 Millionen kommen wir natürlich nicht so sonderlich weit. Da wir ja eh schon so viel brauchen. Ja, es könnte aber reichen. Wir probieren das. Das hat nicht gereicht. Okay. Müssen wir jetzt also ein Jahr warten. Man kann nur einmal im Jahr eine Fusion probieren. Dann sparen wir halt entsprechend auch noch ein bisschen Geld zusammen. Im Stellendurchlauf vergeht die Zeit hier ja ein bisschen und dann ersetzen. Natürlich wollen wir den ersetzen.
transportierst denn du eigentlich Wolle und Post? Können wir nochmal Aktien nachholen? Jeden Fall das Gebot so hoch setzen, dass eigentlich keiner mehr was dagegen hat. Ja, kostet auch noch Industriezeugs, ne? Das ist doch gut. Ob's das lohnt sich. Das Problem ist immer, dass die KI, wenn sie denn irgendwelche Industrien kauft, kaufen die meistens irgendwo in der Valapampa, wo keiner hinkommt und wo eigentlich auch überhaupt keiner hin will. Das eigentlich sehen? Mal Aktien nachholen? Wo du gekauft hast? Da habe ich jetzt natürlich nicht drauf geachtet, wo du gekauft hast. Ja, so wie hier zum Beispiel. Das haben wir jetzt hier übernommen. So ein Ding. Gut, die macht noch halbwegs Gewinn, aber letztendlich eigentlich ist sie sinnlos. Hier ist ein Holzfällerlager, auch nicht im Bahnhofsbereich. Ja, da sind die Käufe, die sind eigentlich mal völlig sinnfrei. Wenn man die Industriezweige nicht beliefern kann oder sonst so irgendwas, dann macht das überhaupt gar keinen Sinn. So. So. Mal nachziehen. Fusion. So, mein Freund. Jetzt pumpen wir da richtig Geld rein und wir sagt doch mal einer nein. Alles klar. Hat doch geklappt. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich mal hier langsamer machen. Die Schulen schnell noch begleichen. Kohle zusammenkriegen. Erstmal hier einen sinnvollen Bahnhof reinsetzen. Hotel, Postamt, Restaurant, Kneipe. Das ist ja auch schon wieder so ein... Steht denn ihr hier alle rum? Habt ihr nichts zu tun? Jupp. Erweitern. Hotel. Postamt. Restaurant. Kneipe. Dann haben wir ja hier weitergehabt. Hat er schon weitergebaut nach Green Bay? Was ist das hier? Papierwerk haben wir denn jetzt noch bekommen. Mhm. Hotel. Postamt. Restaurant, Kneipe. Dann werden wir da mal noch direkt die Verbindung hinlegen. Das ist so beschissen gebaut hier. Das ist der Wahnsinn. Ja, erweitern. Auch noch ein Bahnhof. Damit sind wir durch. 1873 haben wir alles erledigt. Und Gold. Das soll es dann für diese Folge gewesen sein. Ich sage Tschüss und Bye-bye.